um noch mal ganz kurz auf George Soros zurückzukommen, ja, und auf damit dem Geldgeber der aktuellen Panama Paper Posse, ja, diesem Panama Papers Popanz, ja, habe ich hier noch mal eine Geschichte, wo er auch garantiert mit drin gehangen hat, ja, kann gar nicht anders sein. Nur um es euch nochmal zu zeigen. Also das hier ist ein netter Bericht von der Tagesschau. Ich mache es jetzt nicht so groß, weil der ist von der Auflösung her wirklich ganz, ganz schlecht. Ich spiele ihn auch nur nochmal an, damit ihr wisst, was ich euch dann anschaue. Tausende Menschen in der Ostukraine. 20. Mai 2014. Der ist 8 Meter von Protestieren gegen die Separatisten auch mit einem Autokorso. Heute passierte in der Ostukraine etwas Überraschendes, zumindest etwas Unerwartetes. Diese Leute im Stadion von Schachtor Donetsk, die schwenkten ihre Fahne nicht für ihren Fußballverein, sondern für eine vereinte Ukraine. Dominierten bisher die Bilder der schwarz vermummten Separatisten mit der Kalaschnikow im Anschlag, so waren heute Zehntausende Menschen zusammengekommen, um gegen diese Provokationen zu demonstrieren. Zehntausende! Sie brauchten ein Stadion, zusammengetrommelt hat. Damit man die überhaupt irgendwo... Der milliardenschwere Oligarch Rinat Akhmetow. Wieder mal ein Oligarch, ein milliardenschwerer, wie George Soros. All seine Angestellten heute zu friedlichen Protesten gegen die Separatisten auf. Und er vermochte damit etwas, woran kaum einer mehr so recht zu glauben gewagt hatte... Massenhaft erhoben Männer und Frauen, die bisher geschwiegen hatten, massenhaft heute ihre Stimme gegen die Spaltung ihres Landes. Udo Lilischkis. Ein Autokonvoi, lautes Hupen in Donezk heute Mittag, friedlicher Protest gegen die pro-russischen Separatisten und ihre bewaffneten Anhänger. Aufgerufen dazu hatte der reichste Oligarch der Ukraine. In einem Video hatte Rinat Akhmetow den neuen, selbsternannten Herrschern in Donetsk zum ersten Mal offenen Widerstand angekündigt. Die Leute haben genug davon, in Angst zu leben, Terror zu erleben, auf der Straße beschossen zu werden. Im Donbass laufen jetzt Leute mit Maschinenpistolen und Granatwerfern herum. Die Menschen erleben Banditentum und Plünderungen. Das ist eine Wende. Bisher hatte Akhmetow zwischen Kiew und den Separatisten nur laviert, statt die Bewaffneten mit seinem milliardenschweren Einfluss frühzeitig zu stoppen. So, ja, also das ist jetzt nur, um es ganz klar zu machen, ich habe dieses Video, Originalvideo, mir auch damals runtergeladen. Das ist dieses Video hier und die Zehntausenden sehen in Wirklichkeit so aus. Ja, ich bitte in diesem Zusammenhang mal wirklich ganz genau, ich mache es mal richtig groß, darauf zu achten, Presse, 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 ja, Fotografen, Presse, jetzt kommt gleich noch der Schwenk nach unten. Ja, also ihr seht, dieses Stadion ist an sich leer. Ja? Leer. Und ein Milliardär, würde ich mal behaupten, ja, wenn das seine eigenen Mitarbeiter sind, ist eh klar, warum die dann da sind. Ja, der hat den Tag freigegeben, hat den noch wahrscheinlich eine Würstler ausgegeben und sind da hingegangen. Ihr seht, ungeheurer Enthusiasmus. Ungeheure. Ja? Da geht sogar noch die Sirene. Ihr merkt, ja, dass diese Sirene eigentlich mehr oder weniger wirklich das Zeichen dafür ist, dass die da Putzterz machen sollen. Ja? Also ihr seht, das ist dasselbe Video wie eben. Ja, wie das auch in dem anderen kam. Ja. Und wenn die Sirene lief, sollten die da Fähnchen schwenken. Was sie auch ganz brav gemacht haben. Ja. Die Presse, die unten, die versammelte Presse, die unten stand, ja, hier wird gleich die Blende noch besser. Da seht ihr das gleich besser. Ja, hier, guck. Ja. Also lass das mal 300, 400 gewesen sein. Das wäre schon viel. Unten steht die versammelte Presse. Also wieder mal dieser Aspekt, ja. Na komm. Blende zu. Ein bisschen weiter. Ja, hier sieht man es, glaube ich, nochmal. Ja, hier. Da. Ja. Ja. Versammelte Presse. Ich verwette meinen Arsch drauf, dass da auch Reuters drunter war. Wer auch immer von anderen, ja, auch Soros hat ja sein eigenes von diesem jetzt, diesem Panama-Papier investigativen Konsortium, Journalisten waren da wahrscheinlich auch dabei. Ja. Filmen das ab, ja, ihr seht, billiger Trick, Winkel so, dass es wirklich so von unten gefilmt so aussieht, als würde das ganze Stadion voll sitzen. Sie lagen, waren so breit gesetzt, dass man sogar noch ein klein bisschen schwenken konnte. Ja. Das Ganze wird in der Tagesschau entsprechend, ich habe die ganze Tagesschau, die heute hat übrigens genau dasselbe berichtet. Ja. Dieser Autokorso vorher war ja auch ein Witz, ja, da würde ich sogar noch drauf wetten, dass das Hupen drunter geschnitten war, ja, noch nicht mal echt war.
Ja? Ja, und verkaufen uns das als diese Geschichte. Ja? So viel zum Thema. Ich will dieses Wort nicht benutzen, ja, aber so viel zum Thema unserer unheimlich investigativen Medien. Ja? Weil hier, und das sage ich auch, ich habe das bei einem anderen Dings auch schon mal gesagt, ist es ja nicht nur so, ja, dass irgendwelches Material irgendwo in einer Redaktion ankommt und die dann sich dann selbst aus dem Material einen Reim draus machen. Sondern hier waren die Journalisten dieser Organe vor Ort. Und hätten eigentlich wirklich, wenn man sie gefragt hätte, ja, oder wenn sie so ehrlich gewesen wären, oder wenn man das überhaupt gewollt hätte, wahrscheinlich hat man es nicht mal gewollt, ja, denen erzählen können, ja, der Achmetow hat da ein paar seiner Leute aus seiner Fabrik, ja, in dem Stadion zusammengetrommelt, und wir haben es euch hier netterweise so gefilmt, dass ihr das abends so verkaufen könnt, als hätten da Zehntausende gesessen. Was einfach schlicht gelogen ist, ist, ja. Also, jedes Mal, ich werde das jetzt jedes Mal tun, wenn mir irgendjemand kommt und wieder diese, sich darüber von der Presse aus und sich darüber beschwert, dass man sie als Lügenpresse bezeichnet. Das hier ist nicht nur einfach gelogen. Das ist gestellt, das ist Propaganda, das ist mehr, das ist boshaft gelogen. Deswegen sage ich ja, Lügenpresse klingt so harmlos. Es ist Propaganda. Das ist übelste, ekelhafteste, verlogene Propaganda, die hier betrieben worden ist. Und zwar mit Absicht. Nicht, dass man so, ja, man hat das inszeniert. Das ist mit diesem Achmetow zusammen inszeniert worden. Und George Soros hat wahrscheinlich sogar noch obendrauf die Idee dazu gehabt. Ja, ich kann es nicht nachweisen, aber ich verwette meinen Arsch drauf. Ein wirklich echter investigativer Journalist, falls es ihn da draußen nochmal gibt, möge sich bitte dahinter dran klemmen und das mal rausfinden. Ja, dann können wir uns nämlich diese ganze Nummer sparen. Und wir müssen, und vor allen Dingen, ja, wir müssen das eigentlich aufklären. Weil mit diesen Nummern führen die Kriege auf dieser Welt. Einen nach dem anderen. Und die werden damit auch nicht aufhören. Wenn die merken, dass diese Nummer weiterhin funktioniert, werden die damit weiter und weiter und weiter machen. Nochmal, und an dieser Stelle sei das auch nochmal wieder erwähnt und gezeigt, zum tausendsten Mal, aber ganz wichtig, auch hier, boshafteste Lüge. Ihr könnt euch erinnern, dieser Separatist in der Ukraine am Absturzort der MH17, ja, der, ja, hier ist er nochmal vorher zu sehen. Ihr seht, da könnt ihr ihn auch mal ein bisschen erleben, ja, das gibt ihn ein klein bisschen besser wieder, ja. Das war kurz bevor das Foto entstanden ist, wo er behauptet, er sei besoffen gewesen. Wirkt er auf euch so, als sei er besoffen, auch wenn er ihn nicht versteht? Der ist entsetzt. Habt ihr irgendwas von dem Material sonst irgendwo gesehen? Guck mal, die sind da alle drumherum und filmen und machen und tun. Ich weiß sinngemäß, dass er da auch gesagt hat, hier, das ist eine Katastrophe, schaut euch das an und ihr müsst unbedingt kommen und uns helfen, wir können das hier gar nicht bewältigen. Ja, ist auch bestätigt worden durch die OSZE. Ja, guck mal, ja. Und ich finde sogar, er hat was Sympathisches. Er wirkt nicht überheblich, er wirkt nicht, ja, gar nichts. So. Und diese ganzen Fotografen-Heinis, die hier drumherum hängen, alles verlogene Arschlöcher, muss ich ganz klar sagen, weil die hätten diese Situation aufklären können. Ihr könnt euch daran erinnern, dieses Bild, durch das die Presse gegangen ist, durchweg, dieser, er hier mit diesem Stoffaffen in der Hand, ja, mit dem Argument, ja, ukrainischer Separatist verhöhnt Opfer am Absturzort der MH17. Das haben sie uns hier verkauft. Und zwar nicht nur in Deutschland in der Zeitung, in ganz Europa in den Zeitungen, in Amerika genauso. Und dann kommt mir irgendjemand hinterher und erzählt mir, oder von der Presse und entrüstet sich darüber, dass man der westlichen Presse unterstellt, dass sie gleichgeschaltet ist. An diesem Tag, bei dieser Berichterstattung, wo es um nichts anderes ging, als die Russland-Sanktionen voranzubringen, dass die beschlossen werden, ja, war die Presse gleichgeschaltet. Aus welchem Grund und mit welchen Mitteln und wie sie das geschafft haben, auch immer. Ich sage ja, das Wahrscheinlichste für mich ist, dass eine große Presseagentur oder ein paar große Presseagenturen, ja, diese Nachricht einfach als solche durchgedrückt haben. Und vielleicht von oben her die Leute noch gesagt haben, das ist die Meldung, die geht raus, der ganze Rest bleibt im Haus. Die Presse lügt mit dem, was sie nicht sagt, wesentlich mehr als mit dem, was sie sagt. Lügenpresse ist geschmeichelt, ihr Lieben. Sie ist geschmeichelt. Ja? Unsere Presse, ja, bewegt sich in der Zwischenzeit in vielen, ja, es ist schon keine Propagandapresse mehr. Ihr seid ein Teil dessen. Ihr seid ein Teil dieser Propaganda, die da betrieben wird. Man setzt euch bewusst gegen uns ein. Und wenn ihr das weiterhin mit euch machen lasst, ja, dann kann ich auch nicht den geringsten Mitleid mit keinem einzigen Journalisten haben, der morgen auf der Straße steht und sagt, oh, wir haben meine Zeitung zugemacht. Dann tut ihr mir einfach nicht leid. So, aber nochmal, um es zum x-ten Mal zu wiederholen, am Schluss, hier kommt die Szene, da gibt es nochmal ein Interview und dann kommt die entscheidende Szene. Wo haben wir sie?
Also, ja, ihr habt gesehen, ja, der Typ ist wirklich ganz normal. Also besoffen war er auf jeden Fall schon mal nicht. Das war schon mal gleich glatt gelogen. Es gab diesen Artikel, wo John Kerry, ja, dreist behauptet hat, besoffener Sepp, hat das auch an diesem Bild festgemacht. Den hatten sie so fotografiert, dass er so zwischen dem Zwinkern ihn mit einem Fotoapparat erwischt haben. Das hört ihr nämlich auch gleich, während die... Dieses Bild mit dem Affen war nicht die Idee dieses Separatisten, das war die Idee der Fotografen dort vor Ort. Die haben ihn dazu überredet und haben damit dieses Bild quasi gestellt und im Endeffekt mit dem, was sie dann rausgegeben haben und darüber behauptet haben, ja, oder die Journalisten rausgemacht haben, war diese ganze Sache gefaked, inszeniert, bewusst, boshaft, ekelhaft, boshaft, manipulativ, gelogen. Schaut es euch an, die Originalszene sah anders aus, nämlich so. Da. Das haben sie getan. Das war seine Aussage. So, und das ist die entscheidende Szene. So, jetzt will ich noch mal einen Wichser hören, der behauptet hat, dass dort er, dieser Separatist, ja, die Opfer von MA-17 verhöhnt hat. Wer auch immer diese Sache als Parole rausgegeben hat, ja, und jede Zeitung, ich sage es nochmal ganz deutlich, ja, ihr Wichser, die ihr das gedruckt habt, jede Zeitung, die das gedruckt hat, ja, ihr gehört für mich. Vor allen Dingen, wenn ihr es anschließend, als die Sache dann im Netz bekannt wurde, ja, richtig gestellt hättet, aber ihr habt euch ja darauf verlassen, dass das die Menge, die Mehrheit der Menschen, die Wahrheit einfach gar nicht interessiert. Darauf verlasst ihr euch ja bis heute. Und leider Gottes funktioniert es ja auch. Aber wenn eine von euch Schmierblättern, ja, wenigstens die journalistische Korrektheit besessen hätte, das richtig zu stellen, und zwar auch auf der Titelseite und auch ganz groß und sagen, hier Leute, sorry, man hat uns, und wenn ihr da noch weitergegangen wärt und an der Stelle mal, wenn ihr es wirklich von der Agentur hattet, der Agentur in den Arsch getreten hättet und gesagt, wie könnt ihr uns so eine Scheiße erzählen? Nichts ist passiert. Lügenpresse ist geschmeichelt, ihr Süßen. Ich kann es nur wiederholen. Das ist die Realität. Ja? Das hier, was ich hier als die ganze Zeit als Bildschirmschoner drunter habe. Ja? Die Presse hat sich dazu entschieden, ja, sich die Panzerketten anzuziehen und die gesamte Friedensbewegung und alles, was damit zu tun hat, niederzuwalzen und den Kriegstreibern und ekelhaften Milliardärsoligarchen und Waffenhändlern den Weg zu bereiten. Das ist die Situation. Und wenn ihr glaubt, dass dafür der Begriff Lügenpresse noch ausreichend ist, gut, das ist jetzt Geschmackssache. Aber ich finde, ohne Scheiß, ja, mies. Ihr seid ein echt nicht mehr ernstzunehmendes Pack von Mittätern.